Ich hoffe, dass wir auch in Zukunft eine gute Zusammenarbeit haben. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass ich für, sagen wir mal so, 100% nächstes Jahr hier die Aufgabe übernehmen darf als Head Coach. Diese Mannschaft von MBC mit dem Ziel, Aufstieg in die erste Liga zu führen. Ich freue mich auch auf die Arbeit mit dem ganzen Umfeld, ja, mit der Vereinsführung. Ich habe auch schon einiges mitbekommen von der Professionalität hier. Das war auch eine Voraussetzung für mich, dass ich einen Job übernehme, das heißt eine Mannschaft, wo die Menschen einfach professionell sind, ein Verein, wo man sozusagen wirklich zusammenarbeiten kann. Das ist nicht selbstverständlich immer in dieser Branche. Was mich auch sehr, sehr freut hier ist, ich habe hier ein Gefühl jetzt in den letzten Tagen auch mitbekommen, dass man hier Basketball lebt. Das ist eine Begeisterung zu spüren und das ist eine Voraussetzung für mich auch in Basketball. Das Letzte noch, was ich sagen kann, ist, dass ich habe auch viel mitbekommen. Ich war auch hier einige Male als Co-Trainer damals, wo ich in Ludwigsburg war, was hier die Fans in der Lage sind zu leisten. Und es freut mich auch sehr, dass ich mit diesen tollen Menschen, die hier wirklich jede Wochenende oder jede zweite zu Heimspiel wirklich in einer großen Nummer und mit großer Leidenschaft hier zu Spiel kommen und die Mannschaft unterstützen, zu arbeiten. Danke, Silvano. Ja, herzlich willkommen. Besten Dank für Ihr Kommen. Wir freuen uns natürlich außerordentlich, dass Herr Poropatz hier nach Weißenfels gekommen ist. Ich denke, das ist ein Ausrufezeichen auch für die Ziele des Vereins. Wir untermauern natürlich damit das Ziel, den Wiederaufstieg direkt zu schaffen. Der wirtschaftliche Anspruch ist natürlich immens, aber gerade mit einem guten Trainer, der sich für den Standort Weißenfels entschieden hat, denken wir, dass wir in der Lage sind, auch das wirtschaftliche Umfeld dazu zu animieren, weiter hier den Club zu unterstützen, wie es in der Vergangenheit der Fall war, sodass wir das Ziel Klassenerhalt erreichen können, Aufstieg erreichen können. Ich bin noch nicht ganz fertig mit das. Sodass wir das Ziel Aufstieg erreichen können und natürlich auch verschiedene Spieler animieren können, mit einem professionellen Umfeld, mit einem professionellen Trainer auch an den Standort Weißenfels zu kommen, auch in der zweiten Liga hier anzutreten, auch wenn man Erstliga-Qualität hat, denn das muss das Ziel sein, eine Mannschaft von der Qualität zu verpflichten, um das Ziel zu erreichen. Vielen Dank. Gibt es Fragen Ihrerseits? Die Mannschaft ist ja im Prinzip momentan nicht da. Gibt es Leute, an denen Sie gerne festhalten möchten, die aus der alten Mannschaft da sind, oder werden Sie komplett eine Mannschaft neu aufbauen wollen? Wir sind zurzeit noch am Analysieren. Wir haben jetzt über die letztjährige Mannschaft so gesprochen. Sicherlich, es gibt Interesse, eine oder andere Spieler auch zurückzubringen. Nur der Zeit von den Verhandlungen und Überzeugungen ist noch vor uns. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht zu viel mit Namen und Möglichkeiten rauskommen. Ja, Silvano hat uns mit seinem sportlichen Konzept überzeugt, uns und unseren Beirat. Wir haben viele intensive Gespräche geführt und natürlich spricht aber auch seine Erfahrung für ihn. Er hat an allen Standorten, wo er bisher Trainer war, sehr erfolgreich gearbeitet, hat in Deutschland vom Jugendbereich bis hoch zur BeKo Basketball-Bundesliga in allen Ligen erfolgreich trainiert und er kennt die Szene und das hat sich in den Gesprächen bestätigt, deshalb freuen wir uns, dass er hier ist. Sie haben sich ja ich habe eine kurze Pause gemacht und dann habe ich mich die Achillessehne gerissen. Oh. Und wurde operiert und dann war die Saison vorbei. Wann wird das Training beginnen? Anfang August, wir haben gesagt, 8. August wird das erste Training sein.
Davor werden die Spieler kommen, einige Tage davor, und das ganze Formalitäten klären mit Medical Checks und alles andere, was man noch machen muss. Offiziell und richtig achten. Deutsche Spieler zu haben. Genau. Das heißt, Sie brauchen ja fast die Hälfte der Mannschaft deutsche Spieler. Sie müssen, genau, drei immer gleichzeitig einsetzen? Oder? Zwei. Wo kriegt man die her? Also momentan haben wir in den letzten Jahren vor allen Dingen auf Amerikaner gesetzt. Sie müssen jetzt stark auf Deutsche setzen. Sind die nicht alle vergeben? Einige kenne ich. Ja, ich habe schon mit einigen auch gearbeitet und die sind mir auch ziemlich treu. Oder ich sage, die schätzen uns gegenseitig. Andere kennen Weißenfels als ein Standort und sicherlich ist MBC eine gute Möglichkeit für viele Spieler, deutsche Spieler, hier eine Perspektive zu bekommen. Weil das große Problem von deutschen Spielern ist, dass die in der ersten Liga auf der Bank sitzen und weniger spielen. Wenn wir sagen, okay, du kommst zu uns, und wir bitten dir die Möglichkeit, bei uns zu spielen, aber auch mit dem Aufstieg bei uns zu bleiben in der Bundesliga, das ist dann eine Perspektive für einen Spieler. Und ich denke, das könnte ein sehr guter Argument für MBC sein. Die Frage, es gab ja, solange die erste Liga gespielt wurde, in Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, Sixers Sandersburg meinetwegen. Jetzt liegt da bloß noch eine Ligastufe dazwischen. Wird sich da jetzt grundsätzlich was ändern in diesen Zusammenarbeiten? Oder gibt es da neue Optionen? Also es ist nach wie vor geplant, mit den Sixers weiter zusammenzuarbeiten. Das haben wir auch schon erläutert. Vielleicht ergibt der Aufstieg der Sixers in die Pro B letztendlich auch zusätzliche Chancen für uns. Weil es natürlich auch einfacher ist, Talente mit einer Doppellizenz auszustatten, die in der Pro B spielen können, als in der Regionalliga. Und erst gestern haben die Sixers mit Frieder Dieselhorst eines unserer größten Nachwuchstalente unserer MBC-Geschichte verpflichten können. Und ich glaube, das ist ein gutes Ausrufezeichen. Und wenn wir es schaffen, diese Zusammenarbeit noch mehr mit Leben zu erfüllen, dann können beide Seiten mehr davon haben als bisher. Das wäre sowieso meine nächste Frage gewesen, aber die hat sich damit erledigt mit Dieselhorst. Also oder könnte der noch mit einer Doppelhilfe? Nein, der ist schon über dieses Alter hinaus. Und er wird sich künftig auf sein Studium konzentrieren und deshalb nur noch abends trainieren und spielen können. Neu qualifizieren. Gemeinsam in Kooperation mit Jena passieren? Oder wie? Ja, ob das in der Kooperation zu verstehen ist oder im Austausch von Talenten, dass die Talente, die in Jena vielleicht keine Spielzeit bekommen können, letztendlich auch bei uns eine Chance bekommen können, das würde auch beiden Seiten helfen. Jena ist ja ein Team, was jedes Jahr um die Meisterschaft in der NBBL kämpft. Und für uns geht es darum, diesen Anschluss an die Top-Nachwuchsprogramme zu schaffen. Und da sind auch einige Talente, die für uns in Frage kommen, dabei. Können Sie mal ein bisschen was sagen? Sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder? Ich bin nicht verheiratet. Wo werden Sie wohnen? Ich bin nicht verheiratet, aber ich habe eine Familie. Mit zwei Kindern, zwei Jungs. Und ich werde hier wohnen. Die Familie wird in zuerst in der Nähe von Ludwigsburg bleiben. Der ältere Sohn, der geht ein Jahr nach Amerika, deswegen es bleibt Frau und der Jüngere bleiben in Asperg in der Nähe von Ludwigsburg. Für Anfang und dann werden wir schauen. Meinen Sie die Kunden? Wir haben es ausgemacht, dass ich jetzt mal zuerst zurückgehe. Ich bin jetzt schon seit Montag da, das heißt, wir haben schon die nötigen Gespräche jetzt schon im Vorfeld gemacht. Und dann werde ich jede zwei, drei Wochen dann sicherlich wieder zurückkommen, um dann zu besprechen, was es konkret zu besprechen gibt. Unser erstes Ziel ist, Mannschaft zusammenzustellen. Zweites Ziel ist, Vorbereitung richtig konkret durchzuplanen. Ja, und danach geht's los. Und Anfang August geht es diese Richtung BBL, Vorbereitung Richtung BBL los. Ja.